Als ich die singenden Hunde zum ersten Mal heulen hörte, waren sie zwar ähnlich, aber definitiv anders als die meisten Wildhunde. Berkeley-Absolvent Brian Mitchell ist hier, um den Ruf des singenden Hundes aus Papua-Neuguinea zu analysieren. Die singenden Hunde sind mehr wie Wölfe als wie Kojoten. Ihr Heulen klingt wie Musik. Ich finde den Namen singende Hunde sehr treffend. Diese Hunde gehören der Wissenschaftlerin Janice Kohler-Matznick. Er ist der wahre Anführer mit seinem Doo-Wop im Hintergrund. Sowas in der Art. Ich glaube, die singenden Hunde stammen direkt vom Urhund ab, der in anderen Teilen der Welt zum Haushund wurde. In Papua-Neuguinea und in Australien wurde der gleiche Typ Urhund in einer Gegend isoliert, wo es keine anderen Hunde und Wölfe gab. Ein Vergleich, den ich oft anbringe, ist, wie ich finde, sehr passend. Sie sind wie eine Mischung aus Affe und Katze mit Hundefell. Durch die Arbeit mit Dr. Brisbane schätzt Janice, dass es weltweit nur 100 singende Hunde gibt, die alle in Tierhaltung leben. Die meisten stammen von wenigen wilden Paaren ab. Bei einer begrenzten, von Menschen gehaltenen Population kämpft man auf verlorenem Posten. Aber wir versuchen unser Bestes, bis wir wieder neue wilde Tiere bekommen. Doch keiner weiß, wie viele und ob es überhaupt wildlebende Exemplare gibt. Zunächst einmal will ich die domestizierte Population vor dem Aussterben retten. Es macht allerdings keinen Sinn, Tiere in Käfigen zu halten, wenn ich weiß, dass in den Bergen von Papua-Neuguinea wilde, singende Hunde leben. 1957 brachten australische Zoologen einen fremden, nicht bellenden Hund aus dem Hochland von Papua-Neuguinea mit, um ihn dem Rest der Welt vorzustellen. Der Hund, der vermutlich über 5000 Jahre isoliert gelebt hatte, wurde zur neuen Spezies erklärt. Das stellten jedoch viele in Frage und so geriet der singende Hund wieder in Vergessenheit. Bis jetzt. Papua-Neuguinea ist ein wildes Paradies auf Erden. Manche glauben, die Insel ist noch immer Heimat der Nachfahren von Urhunden, die mit den ersten Menschen den Südpazifik durchquerten. Doch die Suche nach wilden, singenden Hunden im riesigen Inselinneren gestaltet sich derart abschreckend, dass nur wenig Ortsfremde es je versucht haben. Mike Naimvilangi und sein Freund Trevor Brookings sind junge Forstwirtschaftswissenschaftler. Sie nehmen eine berufliche Auszeit, um nach dem mittlerweile seltensten Tier des Landes zu suchen. Ich frage überall nach den Hunden, aber sie sagen alle dasselbe. Die Hunde sind da, aber sie sind wild. Sie sind nicht so wie die Hunde im Dorf. Mike und Trevor fahren zu einem abgelegenen Außenposten namens Wow. Sie wollen der Behauptung nachgehen, jemand würde wilde, singende Hunde halten. Manche Menschen hier verehren die Hunde als Geister des Waldes. Andere nehmen sie mit auf die Jagd. Doch seit ein paar Jahrzehnten gibt es praktisch keine reinrassigen singenden Hunde mehr. Übrig ist ein hybrides Gemisch aus Paria-Hunden und Gerüchten. Ich war mit meinem Vater und mit meinem Onkel in einem Wald, wo man sonst nur zum Jagen hingeht. Ich hörte, wie ein Hund heulte. Nur einmal. Mein Onkel meinte, das ist der Wildhund. Er ruft von der anderen Seite. Auf einem Hügel über der Stadt gehen Mike und Trevor der neuen Spur nach. Dieser Bauer sagt, er hätte seine Hunde als wilde Welpen aus dem Wald mitgebracht. Aber da weder Mike noch Trevor je einen singenden Hund selbst gesehen haben, haben sie jede Menge Bilder mitgebracht. Dieser hier sieht ziemlich echt aus. Die Länge passt. Die Hunde sehen zwar hübsch aus, aber Mike glaubt dennoch, dass sie nur Kreuzungen mit Haushunden sind. Ein Wangentupfer verschafft ihnen eine DNA-Probe und damit mögliche Genspuren von singenden Hunden. Ein genetischer Beweis könnte die Existenz reinrassiger singender Hunde bestätigen. Doch dafür muss Mike erstmal einen finden.
Da diese Hunde aus Kreuzungen stammen, fragt Mike den Mann, ob und wann er zuletzt andere Wildhunde gesehen hat. Wie so oft ist auch seine Aussage äußerst aufschlussreich. Er hat von einem Berg erzählt, wo keiner hingeht. Die Hunde leben dort. Wir werden hinfahren und nachschauen. Der Bauer bestätigt, was Mike und Trevor sich schon gedacht haben, dass die echten singenden Hunde in den abgelegenen Berggegenden im Westen zu finden sind. Die meisten Experten gehen heute davon aus, dass es keine wilden singenden Hunde mehr gibt. Doch Mike will beweisen, dass es ihn noch gibt, in Papua-Neuguinea. Am Ende einer Schotterpiste liegt das Dorf Azais. Hier leben Mitglieder des Onga-Stammes. Die Dorfbewohner nehmen Mike und Trevor freundlich auf. Doch um nach den Hunden zu suchen, brauchen sie erst ihre Erlaubnis. Durch Wilderer und Goldsucher sind die Dorfältesten Fremden gegenüber misstrauisch geworden. Mikes Suche hingegen macht sie hellhörig. Viele der Männer haben bereits wilde, singende Hunde gesehen. Tita, der erfahrenste Spurensucher des Clans, kann helfen. Er sagt, er hätte die Hunde singen und bellen gehört. Clanführer stimmen der Suche von Mike und Trevor zu, warnen sie jedoch, dass sich die Hunde in den höchsten Bergregionen aufhalten. Tita wird sie auf der anstrengenden Bergwanderung begleiten. Der Aufstieg geht gleich los. Ich hoffe, es lohnt sich. Für einheimische Jäger ist es eine anstrengende Eintageswanderung dorthin, wo die singenden Hunde angeblich leben. Mal sehen, wie lange Mike und Trevor brauchen. Nur wenige Ortsfremde haben es je versucht. Die Steigung liegt bei 25 bis 30 Grad. Es ist extrem steil. Selbst barfuß lassen die Dorfbewohner den steilen Wanderweg aussehen wie einen Parkspaziergang. Seit über 5000 Jahren sollen die singenden Hunde in diesen Bergwäldern leben. Sie sind stämmiger als Dingos und damit trittfeste Jäger. Sie sollen sogar auf Bäume klettern können. Zur gegenseitigen Verständigung über weite Täler und dichte Wälder entwickelten sie ihre eigenen charakteristischen Heulgesänge. Nach 5 Stunden entdecken sie einen ersten Hinweis. Bei einer Pfütze finden sie Hundespuren. Das könnte, bis auf ein paar weiter flussaufwärts, die einzige Pfütze sein. Hier sieht man Spuren, hier ist ein tiefer Abdruck und da sind auch noch ganz viele. Hier oben, Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, könnten singende Hunde leben. Doch Tita will näher an die Stelle, wo er die Hunde hat heulen hören. Gut. Als die Sonne langsam untergeht, schlagen sie ihr Lager im Wald kurz vor dem Gipfel auf. Sie hoffen, die Wildhunde von hier aus hören zu können. Mit einer Aufnahme von domestizierten singenden Hunden versucht Mike, einen Antwortruf zu bekommen.